Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medieval Dynasty. Ja, in der letzten Folge haben wir eine Jagdquest, eine Landwirtschaftsquest erfolgreich abgeschlossen, haben im Sinne der Hauptquest Sambor besucht, haben uns so eine nette kleine Einkaufsliste abgeholt. Ja, und wir haben einen kurzen Abstecher nach Denica gemacht. Ja, ich bin jetzt hier gerade nochmal in die Verwaltung gegangen und wollte hier nochmal einstellen, was die Kollegen essen dürfen und was nicht. Ich möchte natürlich verhindern, dass sie das rohe Fleisch verzehren. Ein Verdorbenes sollen sie nicht essen, unreife Beeren sollen sie nicht essen. So viel mehr haben wir dann auch ja noch nicht. So, ich würde die Pilze da auch erst einmal rausmachen wollen, weil die sind zu kochen da. Zum Rohverzehr. Natürlich auch der normale Fisch, auch wenn wir den noch nicht fangen. So, und dann haben wir auch hohe Zwiebeln. Da habe ich irgendwie, glaube ich, noch vergessen. Ne? Ja, auch nichts, okay. Das hier. Dinge, die wir zum Kochen brauchen, sollen sie nicht verzehren. Mag auch nicht, dass Käse los hingestellt. Ja, so können wir das hier beim Essen erstmal lassen. Sauermilch, nein. Das ist soweit okay. So, bei dem Material sollen sie in erster Linie bitte auch das Brennholz verwenden. So, sehr schön. Ja, dann mal einmal kurz bei unserer Angebeteten vorbeigeschaut. Sie ist inzwischen bei 73% Zuneigung. Dein Lächeln ist wärmer als das Lagerfeuer selbst. Ja, das nehmen wir noch. 80. Mit jedem Gespräch fühle ich mich mehr und mehr mit dir verbunden. 85. Okay. Na gut. Have a good day. Ja, ja. Ein bisschen freundlicher, bitte. So, dann haben wir hier ein Ausrufezeichen. Dann gucken wir nochmal ganz kurz. Hello there. Kann ich dir mal etwas helfen? Glaubst du wirklich, dass du ein besserer Holzfäller bist als ich? Ja, ich würde sagen, das gehen wir jetzt mal an. Abliefern sind Holzstämme, aber wir fällen die. Ja, dann war es die 3. Genau. 7. Einmal Ahorn, einmal Fichte. Die Axt ist nagelneu. Das ist ein Rindvieh. Ich gebe zu, das ging schnell. Hier hast du es, du hast es dir verdient. Vielleicht können wir etwas voneinander lernen. Vielen Dank und ich bin mal bereit zu lernen. Sehr schön.
Ja, dann wollte ich mein Glück hier mal. Bin mir nicht sicher, ob mir es gelingen wird, aber. Wilde Tiere. So, hier hätten wir. Aber das wird wohl wahrscheinlich nichts werden. Rennen Sie doch nicht wieder raus. Es ist ein bisschen dunkel dafür, muss ich sagen. Ist nicht unmittelbar vor mir auftauchen. Wahrscheinlich werden sie dann wegschwimmen, wenn ich sie sehe. Nee, ich glaube, da taugt so nichts. Bauen können wir da, glaube ich, noch nichts. Nö. Dann haben wir es umsonst nass gemacht. Das können wir ja nutzen. Dann abgelegt. Ah ja, Moment, solange ich noch Stöcker drin habe. Der Hasenfall gucken. Ja, 56 gebratene Fleisch. Ich würde sagen, wir unterstützen hier mal ein wenig. Bist du mal am Grill? Nee. Weil selber muss ich auch ja ein bisschen was machen, damit wir mehr Punkte bekommen. Ein wenig für uns. Ja, dann haben wir einmal ganz kurz auf die Karte geguckt. Ja, ich habe gewusst, dass ich in die falsche Richtung geklickert habe. So, wir hätten jetzt in Ostuvia ganz vier Aufgaben. Es ist Mittag. Ich habe auch noch Met einstecken, den ich wohl versehentlich in Denica nicht verkauft habe. Den mit mir rumschleppe, desto weniger ist der Wert. Von daher würde ich sagen, wir machen uns nach Gastovia. Gucken mal, was die Aufgaben so mit sich bringen.
Ich leer. Gut, Gertruda kennen wir ja schon. Leopolda ist neu. Sie hätte wenigstens einen Dreier bei Gewinnung. Naja, wir gehen erstmal gucken. Du hast nichts für mich. Du könntest mir den Kollegen hier abkaufen. 22,3 Münzen, hammerhart. Have a good day. Ja, bitte. Radovid, was kann ich für dich tun? Hast du zufällig Samen bei dir? Ich bin da gerade im Garten anzulegen. Einen habe ich nicht. Lasota. Ja, ich kann deine Hilfe gebrauchen. Ich bin schon alt und kann selbst keine Werkzeuge mehr herstellen. Könntest du mir bitte eine Axt besorgen? Ich werde auch nicht vergessen, dich dafür zu belohnen. Ja, kann ich mich kümmern. Tagebuch. Eine Steinaxt. Ja, gut, das ist ja. Ich glaube, 2 Steine, 10 Stöcker. Was war das? Stock. Hallo, hier ist die Axt, die du wolltest. Ich danke dir vielmals. Aus meiner Handwerkszeit früher kenne ich noch ein paar Tricks, die zeige ich dir. Vielen Dank. So, den Atem leeren. Dann zweimal da hinten. Dir etwas helfen. Ich habe meinen Melkeimer verloren. Kannst du mir einen anderen bringen? Nein. Wie sieht es denn jetzt mit unseren Münzen aus? Nicht sehr viele. Ja, dann gucken wir noch einmal nach Borovo rüber. Da ist auch mal eine Aufgabe. Da ist ja so weit weg. Aufgaben, ein Werkzeug bringen oder irgendwas fällen. Das ist ja immer schnell gemacht. So mit leicht verdientes Geld oder leicht verdiente Belohnung.
da bist du wohl aus dem Bus. Unirat. Kann ich dir bei etwas helfen? Hör zu, ich brauche einige Handwerksmaterialien. Würdest du sie mir besorgen? Klar, gib mir die Liste. Stöcker. Hier, Freundchen. Dein Ernst? Dafür, für den ersten werden immer aufstehen brauchen. Aber gut. Da haben wir 20 Stöcker. Und was hast du für mich besorgt? Da war alles, was du brauchst. 50 Münzen und 50 Reputation. Schade, dass man sich da nur, weiß ich, zu Hause selbst waschen kann. So, gibt's hier was Neues? Dreier Fischerin. Dreier Fischer, Dreier Herstellung. How are you? Du bist 21, siehst genau aus wie Roberta. Untergekleidet. 22. Okay. Have a good day. Aber noch nicht. Jagdgebiet. Ja, zwischendurch mal so ein bisschen Pilze sammeln. Noch macht ja keiner daran noch was. Ja, wie leer das hier noch alles aussieht, sieht natürlich in diesem Let's Play Lauf wird dieses Let's Plays auch gravierend ändern. Hier 16:52 in-game. Hier waren auch mehr, ne? Ja. Die wachsen nur im Frühling. Und der Frühling ist am nächsten Tag zu Ende. Deswegen müssen wir lieber nochmal im Einsammeln, was wir noch so finden. Stimmt, das ist so nicht schlecht.
und ja, ist jetzt natürlich so ein bisschen die Wartezeit hier auf die Ernte. Deswegen jetzt auch ein bisschen Pilze sammeln. Auf die nächste Jahreszeit, dann werden wir entweder weitere Dinge aussehen können. Ich glaube nicht, dass wir schon was ernten können. Hier war doch breitwegerig, ne? Würde ich, wenn es denn gelingt. Wir haben immer noch die drei Apfelbaumsetzlinge. Warum setzt du die jetzt so schief? War das schon immer so? Nein, das will ich nicht, das ist da so mein Art. Jetzt ziehen wir so ein bisschen an die Plätze. Genau. Dafür brauche ich jetzt wieder eine Hacke. Ich habe da 5. Ich habe da 6. Habe ich wahrscheinlich gar keine mehr. So, Holz haben wir. 5 bitte. Auf die 6. Ja. Hier habe ich die reingeschmissen. Ne? Ja. Nehmen wir uns da mal einen von. Nach schon mal unseren ersten Apfelbaum. So, dann haben wir nämlich 2 von 3 Dingen, die ein Mann ja bekanntlich in seinem Leben Entschuldigung, in seinem Leben erreichen soll, erledigt. Wir haben ausgebaut, wir haben einen Baum gepflanzt. Jetzt müssen wir nur noch einen Sohn zur Welt bringen. Also nicht wir, aber ihr wisst, was ich meine. Und mit da jetzt Apfelbaum. Den einen. Das ragt auch nicht in den Weg, zumindest nicht gänzlich. Hi. Na? Zu meiner Nähe. Ist aber früh. Mal mit um, so und dann würde ich hier ganz gerne. Aber ich glaube, das kann ich nicht anzeichnen, wenn ich nicht den Materialien habe, richtig? Wenn ich Tische habe. Sitzgelegenheiten. Die habe ich auch noch nicht. Och, Menno.
angebrannte Lagerfeuer habe ich auch noch nicht. Ja gut, dann verschiebt sich das Ganze. Ein Kupfer, also zwei Steinmesser. Er scheint zuerst die Steinmesser zu verbrauchen. Was habe ich da jetzt eigentlich mit 5 und 3 für Bären? Was kann denn mal hier drin zu Verdorbenem werden, würde ich mal behaupten. Ja, dann sollten wir das essen. Obwohl eigentlich Blödsinn. Und zum Saison- oder Jahreszeitwechsel füllen wir uns ja automatisch wieder auf. Ja, als nächstes dann neben weiteren Häusern hätte ich gerne eine Fischerhütte. Wir brauchen die Scheune, wir brauchen den Feldschuppen, damit wir die ganzen Geschichten hier überhaupt verarbeiten können. Also zumindest was das Getreide angeht. Habe ich jetzt nochmal irgendwo Glück mit dem? Speisenmorchen. Na gut. Ja, viel los war jetzt in dieser Folge nicht. Gut, wir haben zwei Aufgaben erledigt. Haben ordentlich Pilze gesammelt. Bringen uns bei Huberta immer weiter voran. Von daher würde ich sagen, keine vergebene Folge. Aber der große Fortschritt lässt natürlich aktuell gerade ein bisschen auf sich warten. Weil wir erst wieder Reputation brauchen, damit wir mehr Gebäude kaufen, mehr Gebäude bauen können. Ja, und ich habe ja gesagt, ich würde eigentlich ungern die Dinge für die Quest da oben kaufen. Wir haben es ja nun schon selbst ausgesät. Zeigst du mir nicht. Du zeigst mir für die Quest an, dass ich in meinem Lager 10 Dünger habe. Okay. Na gut. Okay, aber ich würde sagen, für diese Folge kommen wir zum Ende. Dann sehen wir uns zwangsläufig im Sommer hier wieder. Bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin.